Sonntagmorgen in Regensburg. Während alle anderen Geschäfte geschlossen haben, hat der Supermarkt im Hauptbahnhof heute geöffnet. Falls ein Kunde Ware klaut, steht Ladendetektiv Max am Ausgang bereit. Im Büro hat Kollege Florian den Supermarkt mit 26 Überwachungskameras im Blick. Wir haben einen Diebstahl. Ich geh raus. Ja, geh raus. Geh raus. Was hat er denn geklaut? Der hat sich eine Packung Wurst in die Unterhose reingesteckt. Oh, in die Unterhose? Ja, genau. Lecker, lecker. Ja, der ist komplett schwarz angezogen, hat lange schwarze Haare. Ja, der zahlt nur den Tetrapack-Wein, das ist ein Diebstahl. Wo ist er denn? Der ist gerade bei Kasse 2. Der hat lange schwarze Haare, schwarze Lederjacke an. Den erkennst du, wenn er rauskommt, ich sag dir das gleich. Ja. Ja, genau, den kannst du aufhalten. Dann komme ich dir schon mal entgegen, ne? Okay. Alles klar. Jo, bis dann. Ciao. Erst wenn der Dieb den Kassenbereich verlässt, kann Max ihn zur Rede stellen. Servus. Du bleibst mal bitte da stehen. Deinen Kassenzettel brauche ich. Und kurz warten, stehen bleiben. Das Diebesgut, eine Wurst für 3,79 Euro. Florian kommt dazu, um seinen Kollegen zu unterstützen. Ja, servus, hi. Gut, weißt du, was du gemacht hast, denke ich mal, ne? Wir schauen jetzt bitte mal hinter ins Büro. Ja, ne? Cool. Ja. Einmal geradeaus, mir folgen bitte. Um den Mann vor neugierigen Blicken der anderen Kunden zu schützen, bringen die beiden ihn in den hinteren Bereich des Ladens. So, dann tu mal bitte raus, was du nicht bezahlt hast. Nachbezahlen geht leider nicht. Genau. Hast du noch was einstecken? Nein. Wenn ich jetzt dann über die Kameras nachschaue, hast du auch nichts mehr? Nein, nichts mehr. Okay, alles klar. Hast du einen Ausweis dabei? Ja. Auch keinen Ausweis? Weil den habe ich da irgendwo verloren gehabt. Okay. Florian muss in diesem Fall die Bundespolizei dazu rufen. Die hat im Hauptbahnhof ihre Wache. Servus, ich brauche mal bitte eine Streife wegen dem Ladendiebstahl ohne Personal. Den hat leider nichts dabei. Alles klar. Jo, passt, dankeschön. Jo, ciao. Dann tu mir mal bitte einen Gefallen. Ich gebe dir jetzt mal schnell einen Zettel, da schreibst du mir bitte mal deine Personalien auf. Ich hab so viel Hunger gehabt. Ja, ich weiß schon, das kann passieren. Aber es gibt halt hier auch genügend Hilfsangebote. Florian arbeitet seit 3 Jahren als Ladendetektiv. Er weiß, dass viele klauen, weil sie arm sind und Hunger haben. Rücksicht darf er darauf trotzdem nicht nehmen. Aber er spricht mit Hilfsbedürftigen immer über Alternativen. Wir haben sehr, sehr viele Angebote. Also wir haben einmal den Strohhalm, wir haben die Regensburger Herzen, wir haben die Bahnhofsmission, die jetzt gleich hier auch durchs Fenster zu sehen ist. Die spenden wir sogar die Lebensmittel aus unserem Markt hierhin. Deswegen, es gibt genügend Angebote in Regensburg, wo man wirklich, wenn man Hunger hat, hingehen kann. Die Tafel haben wir auch noch. Genau, jetzt müssen wir bloß noch ganz kurz warten, weil sie haben ja keine Personalien dabei. Ja, die müssen wir jetzt leider von der Bundespolizei bestätigen lassen. Das dauert jetzt ein bisschen. Die kommen jetzt dann gleich rüber. Dann bestätigen wir das, dann kriegen sie noch ein Hausverbot von mir. Ja, okay. Das wird lebenslang sein, das ist bei Ladendiebstahl immer so. Und dann dürfen sie wieder weitergehen. Okay. Nach 5 Minuten treffen die Bundespolizisten ein. Servus. Genau, ja. Haben wir hier. Okay. Ich habe euch schon mal die Personalien aufschreiben lassen. Mhm. Genau, das wäre hier. Macht es ein bisschen leichter. Während Max den Laden über die Kameras im Auge behält, klären die Polizisten alles Weitere mit dem Mann. Wir sind Sie ja bewusst, ist ein Diebstahl, stellt eine Straftat dar. Sie sind geschuldet einen Strafverfahren. Sie haben das Recht, sich zu äußern. Wenn die Adresse stimmt, dann kriegen Sie von uns einen Anhörbogen, in dem können Sie sich äußern. Ja. Oder Sie können den uns zurückschicken und draufschreiben, ich möchte mich zur Sache nicht äußern. Ist auch kein Problem. Ja, nee. Sollte man feststellen, die Adresse stimmt nicht mehr, Sie haben keinen festen Wohnsitz. Stimmt schon. Dann müssten wir Sie zur Dienststelle nehmen, weil dann müssen wir ein paar Formulare jetzt schon machen. Ja. Die angegebene Adresse des Mannes stimmt. Für ihn hat der Wurstklau jetzt Folgen. Sie kriegen lebenslanges Hausverbot. Wenn Sie doch reinkommen sollten, ne, das ist dann Hausfriedensbruch. Ne, das müssen wir dann auch zur Anzeige bringen. Genau, bloß, dass Sie es verstanden haben, muss man hier unterschreiben. Also ich mache das jetzt schon relativ lange, deswegen ist es für mich jetzt inzwischen Alltagstrott. Finde es aber trotzdem spannend, weil jeder Arbeitstag ist für mich wie so eine Wundertüte, wo man halt nicht weiß, was auf einen zukommt.
Der Wurstdieb darf nach einer halben Stunde gehen. Im Schnitt erwischen Max und Florian 75 Langfinger pro Monat. Die aktuelle Zahl steht am Eingang des Supermarkts als Abschreckung. Und zwar die Wall of Shame. Das ist ein Diebstahlzähler. Also jede Person, die was halt hier in diesem Laden klaut, wird halt hier verewigt, aber nur in Zahlen verewigt. Also durchschnittlich am Tag sind es manchmal 3 bis 6 Stück. Kommt drauf an, welche Tage es sind. Feiertage, Sonntage, unter der Woche. Auch heute dauert es nicht lange, bis den Ladendetektiven die nächste Person auffällt, die sich verdächtig verhält. Ja, ja, hast du das Mädel angeschaut am Schmuckaufsteller, die was gerade dort war? Nee, ich habe mir gerade die SD-Kasse 2 angeguckt, weil der kleine Junge hat das Ami-Zeug noch nicht drüber gescannt. Warte mal. Die Mutter da immer noch steht, meinst du? Ja, aber ich sehe es auch nicht so richtig, was sie da treibt, weil die hat was. Ich kann allerhöchstens, oder was kann ich mal gucken. Okay, die Cloud. Ja? Ja, also mein Kollege steht in der Kassenzone und der kann halt jetzt von der Kassenzone aus sehen, dass hier jemand anscheinend was einsteckt. Genau, jetzt kann es ich halt ein bisschen entdecken, aber die Verhaltensweise von ihm, ne, also von ihr, die steht länger da, die schaut öfter mal links, öfter mal nach rechts. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, die hat eingesteckt, Max. Zu 99,9%. Ist das ihre Mutter, mit der sie unterwegs sind? Ne, die ist bei der Kasse 1 gerade. Mit wem ist denn die da? Ich weiß nicht, ob die dazugehört. Ja, die gehören zusammen. Da kommt eine raus mit weißer Jacke und danach kommt sie dann gleich. Okay, ich halte sie mal auf. Ja, servus, mal stehen bleiben. Ja. Kommst du mal kurz her, bitte? Hast du die irgendwas vom Aufsteller weggenommen? Zu 100% nicht? Okay, das kontrollieren wir jetzt dann mal nach. Ja. Ja, weil du hast da die ganze Zeit immer rumgepopelt. Mach mal deine Hände bitte vor und nicht hinten. Hände vor. Ja, genau. Du hast jetzt auch nichts weggeschmissen oder so, ne? Okay, hast du weggeschmissen. Ich will, dass du den Ring jetzt wieder aufhebst, bitte. Ja, jetzt warten wir, bis der Kollege kommt. Hast du weggenommen? Gib mal den Ring bitte her. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay, passt. Ja. Warte. Ja. Servus. Hi. So. Dann schauen wir bitte ganz kurz hinter. Ja, gehen wir in die Richtung am besten. Oder gehen wir in die Richtung? Geradeaus durch. Sonntagmittag im Supermarkt des Regensburger Hauptbahnhofs. Die Ladendetektive Max und Florian sorgen dafür, dass kein Kunde mit geklauter Ware das Geschäft verlässt. Gerade haben sie ein Mädchen beim Stehlen von Schmuck erwischt. Während Max sie und ihre Mutter ins Büro führt, sichert Florian Beweise. Ich suche jetzt schnell offene Verpackungen, damit wir nachvollziehen können, wie viel die davon genommen hat. Weil sonst haben wir hier eine ganz lange Ostereiersuche, wo der Schmuck überall sein könnte. Nächster Kunde bitte, Kasse 5. Zwei Sachen habe ich jetzt hier. Ringe sind das. Die beiden Ringe kosten knapp 26 Euro. Mit den offenen Verpackungen macht sich Florian ebenfalls auf den Weg ins Büro. Dort stellt Max das Mädchen zur Rede. Jetzt ist so, das war ja nicht nur ein was. Also du hast ja was genommen von vorne. Von dem Schmuckaufsteller. Also man sieht es auch auf den Kameras, dass du was weggenommen hast dort. Wo ist was? Dann gibt's es was. Ich hab's gemacht. Und warum? Ja? Keine Ahnung. Wer kann es nehmen? Ich kann ja auf den Rat. Ja, nein, das darum geht's nicht. Du hast was gekannt, darum geht's. Und ich verstehe nicht, warum. So, das ist erstens ein minderjähriges Kind, wo man schon gleich von vornherein weiß, dass es noch keine 14 Jahre alt ist. Und da es eine Straftat ist, egal ob es jetzt eine erwachsene Person ist, ein Kind ist, also ja, muss man eigentlich immer die Bundespolizei rufen. Also gerade bei Jugendlichen oder Kindern. Nach 3 Minuten sind die Polizisten da. Servus. Hi. Also die war jetzt mehrere Momente am Schmuckaufsteller.
Die hat schon mal einen Ring uns rausgerückt. Das sind zwei, genau, es sind zwei offene Packungen. Jetzt hat es gerade vorhin, wo sie jetzt im Lager stand, noch mal in die linke Jackentasche mehrmal reingefasst und sich dann am Schuh hinten rumgepopelt. Okay. Vielleicht hat sie es jetzt unten reingesteckt. Ich meine, ich mache es jetzt auch schon ein bisschen länger, deswegen. Der Ring, der war jetzt wo genau? Der war jetzt in der rechten Jackentasche. Nee, also ich habe sie angesprochen und dann hat sie ihre Hände erst so gehabt und dann hat sie die nach hinten und genau, dann hat sie es hinter ihr weggeworfen auf den Boden. Und ihr vermutet, dass eventuell noch was in der Jackentasche sein Schuhe, also ich vermute Schuhe, weil die stand jetzt halt gerade da und hat halt ständig von linker Jackentasche und dann so in den Schuh rein, und also entweder von Schuh in die Jackentasche oder andersrum. Willst du das direkt rausgeben? Hm? Weil hast du noch irgendwas einstecken? Hast du noch was im Schuh? Nee. Irgendwas. Ja, so. Weil eine Kollegin schaut von später eh jetzt gleich drüber. Genau, ich schaue das Schuh von der an. Ich tue das sowieso. Ich hätte es schon verpustet. Wir haben ja irgendwie ein bisschen noch. Raus. Ja. Das sag ich doch im Schuh. Das Mädchen übergibt eine Kette an die Polizisten. Den zweiten Ring hat sie nicht einstecken. Sie ist erst 13 Jahre alt und damit schuldunfähig. Trotzdem hat die unüberlegte Diebesaktion für sie Folgen. Also sie ist ja minderjährig, also auch nicht strafmündig. Das heißt, sie müssen zwar einen Strafantrag schreiben, der wird aber dann als Bericht vermerkt im Endeffekt. Aber ein Hausverbot können wir natürlich trotzdem erteilen, weil sie gestohlen hat. Genau. Supermarktbesuche im Hauptbahnhof haben sich für das Mädchen damit erledigt. Weil ihre Mutter von dem Diebstahl nichts wusste, erhält sie kein Hausverbot. Eine Stunde vor Ladenschluss entdeckt Florian einen Kunden, der sich verdächtig lange am Süßigkeitenregal im Kassenbereich aufhält. Magnet! Ja! Ab zum Eingang! Ab zum Eingang, Magnet! Nein, 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 nein! Außenrum! Außenrum! Lauf! Damit Max den Dieb nicht aufschreckt, läuft er nicht durch den Laden, sondern einmal um das Bahnhofsgebäude herum. Ja, also wir machen es immer so, wenn wir schon einen starken Verdacht haben auf einen Diebstahl, dann stellt sich der Dorman oder halt mein Kollege in dem Fall vorne in die Einkaufswagen-Nische rein. Wir halten halt dann noch telefonisch oder Funkkontakt und dann, wenn quasi er den Bezahlvorgang abgeschlossen hat und er hinter der letzten Kassenzone ist, sage ich meinen Kollegen Bescheid und dann hält ihn quasi einen Schritt nach dem Ladenausgang auf und damit ist der Diebstahl auch dann rechtlich vollendet. Also mein Verdacht ist, der hat sich bei der Süßwarenabteilung zwei Packungen amerikanische Süßwaren in die rechte Jackentasche gesteckt und hat noch Waren im Korb, und da die amerikanischen Süßigkeiten sehr teuer sind, wird er die wahrscheinlich nicht bezahlen. Jetzt müssen wir halt abwarten, bis er an der Kasse ist. Und ob es rausholt oder nicht. Aber ich bezweifle es mal, weil die Jackentasche ist auch schon zugemacht. Max ist inzwischen am Supermarktausgang angekommen. Florian ist über das Handy ständig mit ihm verbunden. Stehen noch an Kasse 3. Und der Mann geht jetzt raus in 3, 2, 1, jetzt. Zugriff. Okay. Schlapp ihn hier. Na, Servus, Sicherheitsdienst. Geht jetzt mal ganz kurz bitte zur Seite hier rein. Ja, klar. Hierher bitte. Hierher. Wenn ich rein will, hier. Ja, ja, alles gut. Was? Kurz hier warten bitte, bis mein Kollege hier ist. Ja. Ich habe alles bezahlt. Alles gut, mein Kollege macht es dann mit euch. Also es kommt öfter vor, dass quasi Kunden sich zum Beispiel mit einem Einkaufskorb einkaufen oder auch mit einem Rucksack und davon halt dann nur einen kleinen Teil im Endeffekt dann an der Kasse rauslegen, dann damit halt bezahlen und den Rest halt dann einfach unbezahlt in der Tasche lassen oder im Rucksack lassen. Der Mann war mit seiner Schwester einkaufen. Bei ihr hat Florian aber nichts Auffälliges entdeckt. Okay, hast du irgendwas nicht bezahlt, vergessen ja, zu bezahlen? Zwei, drei Sachen. Servus, ruhig bitte Streife zum Eingang. Und sie hat eh nichts damit. Ich weiß. Okay. Von daher. Jo, dann geht's mal. Auf dem Weg ins Büro versucht der Mann, einen Teil des Diebesguts loszuwerden. Doch auch dort sind Überwachungskameras angebracht. Hast du einen Ausweis dabei? Nee, leider. Gar nichts. Irgendwas, Krankenkarte. Nur ein Bild zu machen. Irgendwas. Das von meinem Pass. Okay. Lässt du jetzt erstmal das raus, was du eingesteckt hast? Okay. Was ist mit den Nerds? Ja, die hat er rausgelegt da am. Ach, hat er rausgelegt? Hat er. Ganz kurz. Ja, dann hol die mal schnell. Bloß ganz kurz, weil da hat das Diebesgut. Der Herr hier.
Der Wert der gestohlenen Süßigkeiten? Rund 7 Euro. Jeder Diebstahl wird gleich behandelt, ob es jetzt 5-6 Euro Diebstahl ist oder ob es ein 100 Euro Diebstahl ist. Ja. Müssen wir leider so machen. Sorry, die waren bezahlt. Ja, ja, genau. Die hast du eingestellt. Ja. Und hier ist mein. Naja, das reicht uns. Auch dieser Mann erhält von den Ladendetektiven ein lebenslanges Hausverbot. Um die Anzeige kümmert sich jetzt die Bundespolizei. Also ich sage jetzt mal, für mich ist es jetzt schon Alltagstrott im Endeffekt. Früher habe ich mich natürlich auch gewundert, warum. Ich finde, das Problem ist einfach, dass die Ladendiebstähle, es wird immer als Bagatelldelikt runtergespült. Ach, wenn wir jetzt hier was bezahlen, dann kann man auch was Kleines mitnehmen. Das ist halt leider so und das erlebe ich auch tagtäglich seit Jahren. Deshalb gehen Max und Florian auch morgen wieder auf Langfingersuche, damit hier die Zahl der Diebstähle langsamer steigt als bisher.